Servus allerseits und herzlich willkommen hier bei Unseroot. Ne, ihr könnt mich gerne Kurt Knödel nennen. Und heute machen wir mal ein bisschen Deutschlands Autobahn unsicher. Und dann machen wir hier ein paar Einstellungen. So, mein Name ist Kurti oder Kurt. So. So, was nehmen wir da? Hier, wir nehmen den hier, der sieht richtig lustig aus. Und wir nehmen hier Knödel. Knödeltrans. Company-Name. Knödeltrans. So. Dann lassen wir mal hier die Sau raus. So, Firmenlogo habe ich mir ausgesucht. Was nehmen wir da hier? Nehmen wir das hier, das sieht doch wunderbar aus. Marke. Nee, Firmensitz. Nee, Marke. Wir fahren guten Scania mit. Hey, Alter. Ich hab doch da drauf gedrückt. So, wartet, wir machen das nochmal. Wir nehmen Gorti. Gorti Knödel. So, Firmenname hatten wir auch gerade schon. Knödeltrans. Porträt. Ja, der junge, hübsche Mann. Firmenlogo haben wir das. Marke Juden Scania. Und Firmensitz machen wir in Berlin. Akzeptieren. Und da wollen wir mal ein bisschen hier, ne, rumfahren. Und gucken, was die Welt hier so für uns offen hält. Nö. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag, Nacht oder wann auch immer ihr hier das Video schaut. Nö. So, der Ladebalken. Der ist auch ganz cool. Ah, der schwarze MAN hier, der gefällt mir natürlich auch. Hätten wir ja auch nehmen können, aber da kacken wir drauf. Ja, wir fahren zu Scania. Und damit machen wir hier volle Power. Na komm schon. Ich muss den Hamster wahrscheinlich sagen, der muss ein bisschen schneller machen hier. Oh, da habe ich was gehört. Herzlichen Glückwunsch. Du hast bei einer Firmenauflösung in Tiertransporter mit Zuchtmaschine erhalten. Bitte wähle den Standort, wo die Fahrzeuge abgeholt werden möchten. Nehmen wir mal Berlin. Zack. Oho. Oho. Guten Tag. Mein Name ist Rocco Schädel. Und ich habe eine Glatze. Nee, hat er nicht, so wie es da aussieht. Ich freue mich sehr. Ihr Mandat übernehmen und Sie durch die ersten Untiefen im Speditionsgeschäft lotsen zu dürfen. Mit Ihrem Firmensitz und einem LKW ist der Grundstein zu einer erfolgreichen Spedition gelegt. Suchen Sie sich Aufträge in der Nähe und das über das Logistikmenü, das sehen wir ja hier gerade, ne? Versuchen Sie mehrere Waren gleichzeitig zu transportieren, um das Fahrzeug möglichst ordentlich auszulasten und unnötige Wege zu sparen. Meld mich wieder, wenn Sie bereit sind für den nächsten Schritt. Viele Grüße, Roger Schädel, Senior Consultant. Aha, alles klar. So, das ist unser. Der sieht ja wunderbar aus. 8000 haben wir. Übersicht. Na komm. Haben wir gelesen. Sehr schön. Oh, da habe ich kurz gehupt. So, was müssen wir denn machen? Zündstufe hoch, Fahrzeugstart. Zündstufe erhöhen. So, was haben wir noch? Betriebsbremse lösen. Oh, Karte einlegen. Natürlich. Hier, ne? Karte rein. Modus ändern. Was steht da? Bestritt. Ach, keine Ahnung. Kann ich nicht lesen. So, ich bin hier neu im Geschäft, ne? Also, machen wir mal hier kurzen Testlauf. Scheint alles zu funktionieren. Hoffe ich doch. So, Fahrbereich. Oh, das ist
Müssen wir mal ein bisschen nach unten, oder? Ich hab was Falsches hier drückt, Club. Warum piept denn der jetzt rückwärts? Das wollte ich da ja auch nicht. Scheibenwischer. Let's go hier. Zack, 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 zack. Sehr gut. Funktioniert eins. Radio, oh, Sitzeinstellungen. Machen wir ein bisschen so. Und ein bisschen runter. Nö. So. Man sieht da ja nicht von dem Spiel. Ich würde ja ein Spiel machen. Zurück. Wir müssen erstmal alles instellen, ne? Und den schauen wir mal. So, haben wir gleich. Kurzer Moment, kurzer Moment. So, wir haben echt wenig Tank, sehe ich gerade. So. Oh, wir können aussteigen. Spezium weiter Primo. Das ist aber nicht von uns nur, ne? Knödel, Transport, die Knödel. Ja, so liebe ich das. Können wir auch schnell laufen? Hallo? Okay. Das ist cool. So. Können wir hier irgendwas machen? Aha. So. So, da können wir noch Anhängerschienen reinpacken. Ansonsten, was haben wir hier so Schönes noch? Aha. Und dann jetzt ab der Post. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Dahin müssen wir. Hat er das jetzt nicht akzeptiert hier? Ich will das haben. Ach, da ist die Maus. Sehr schön. Der nimmt's nicht. Oh. So, meine Lieben. Das ist ja wunderbar. Oha. Und die Route gehen. Ich bin auf den Straßen. Oh, wir müssen aufpassen. Und wo müssen wir hin? Verdammt. So, schön halten. Ich hab so Ärger von der Pullemanzei. Das wollen wir nicht. So, wir sind richtig. Mal gucken hier. Ja, wunderbar. Fahren wir jetzt geradeaus erstmal. Und dann sollten wir den LKW ja sehen. Noch fast. Was haben wir da? Bridge 2. Sehr schön. So, der Former ist sehr schöner LKW hatten sie da. So schön auf die Geschwindigkeit achten, ne? Das
Nicht, dass wir noch Punkte kriechen hier und geblitzt werden. Das wollen wir natürlich nicht. So, haben wir das? Wir schauen nochmal nach. Okay, wir müssen jetzt da vorbei, bei der Tankstelle vorbei und dann rechts rum. Okay, das kriegen wir hin. Sehr schön. Ich hoffe, euch gefällt mein schöner Scania hier. Ja, Jesus Maria. So, jetzt können wir weiter. Attacke. Sehr schön. Ja, grüß dich, Kollege. Du fährst schnell mal ein. Okay. Ja, du, was soll ich denn dir hier sagen, wenn du während du dir das Video anschaust? Ich hab da keinen Plan von. Oh, da wird's ein bisschen knifflig. Autobahnpolizei. Oh. So, hier müssen wir vorbei und da müsste ja auch die Tankstelle kommen, ne? Oha, wir fahren zu schnell. Zu schnell. Hallo. Ha, ich habe jetzt Tempomat drin. Da kann nichts passieren. So, ne? Also die Stadt, seht ihr, ist very nice, ne? Wirklich schön. So, wir fahren einfach mal. Ach, die Tankstelle müssen wir noch vorbei. Was ist denn mit dem Spiel los? Sag mal. Das ist ja auch nicht cool. So, müssen wir mal vorsichtig fahren hier, du. Hallo. Also die Ampelphasen hier, die sind ja doch schon etwas länger, ne? Könnte man ja glatt noch was essen. Sehr schön. Na, du rechts überhöhlen, du, ne? Passt da lieber auf. So. Ich bin neu hier in dem Beruf. Und ich habe meinen Führerschein noch nicht so lang. Deswegen seid doch ein bisschen gnädig, ne? So, da vorne sehe ich schon auf dem Navi das, ja, kommt sie rein. Na komm schon. Dass ich die Tanke. So, an der Tankstelle müssen wir vorbei. Das habe ich mir gemerkt. So, da fahren wir jetzt vorbei. So. Sehr schöne Tankstelle. Das ist ja auch nicht cool, ne? So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben, ne? Aber denkt dran, wir dürfen nur 60 fahren. Ja, okay, wir fahren ein bisschen drüber. So. Guckt mal, hier, ich bin ein richtiger Rauti.
So, und hier muss man jetzt rinne. Oh, was für ein tolles Blinkergeräusch. So, und dann gucken wir mal, wo es uns hinbringt, ne? Wir haben noch 8 Stunden und 6 Minuten, um in der Ruhezeit zu gehen. Oha. So, jetzt fahren wir hier lang. Ich glaube, hier sind wir richtig. So. Für um den Korf. Ja, schau. Das ist unser LKW. So. Machen wir mal aus und schauen uns den mal an. Ja, wie soll ich denn da Schwänerin kriegen? Ach, warte mal, da hat was geleuchtet. Aha. Da bin ich schon mal echt interessiert. Das ist unser... Ah, okay, okay, okay. Ja. So, und jetzt sind wir ja hier bei unserem ersten. Können wir da vielleicht schon? 23 Schweine. Von Berlin nach Frankfurt. Nach Hamburg. Wir machen mal das hier, ne? So. Wie gesagt, ich bin neu in dem Gewerbe. Ach so, wir müssen ja, wie war denn das? Oha, da hat er aber ein Satz gemacht. Oh, da kriegen wir die Meldung. Wir haben es kontrolliert, war hier so. So. Kameraführung ist ein bisschen schwierig. So, wir müssen jetzt da anscheinend ordentlich rinfahren. So. Und jetzt müssen wir rückwärts fahren. Och, das habe ich schon in der Fahrschule gehasst. So, machen wir ganz vorsichtig. Das war ein bisschen zu schnell. Ganz vorsichtig. So. Oh nee, das war zu viel. Muss ich mal wieder andersrum machen. So. So. Ja, du piep ruhig eine Weile vor dich hin. Ich mach jetzt hier erstmal die Türe auf. Und da die Türe auf. So. So.
Und den müssen wir jetzt hier hin anscheinend. Okay, Schweine. Oh ja, der piept die ganze Zeit, du. Da hab ich ja keinen Bock drauf. So, eigentlich könnten wir jetzt hier schön noch ein Stückchen. So. Nee, das war die falsche Richtung. So. So, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Oh, ich bin hier, Bruno. LKW-Fahrer. So. Oh, gucke, haben wir hingekriegt. So, und nu? Oh ja, guck an. Da kommen sie, die kleinen Ferkelchens. Ja, ganz feine seid ihr. Kann man nicht streicheln? Hallo. Ja, immer nein, immer nein. Ich hoffe, die passen doch alle. Mal gucken, und das letzte auch noch. Sehr schön, dann machen wir hier zu. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir kriegen das zusammen hin. Wo zur Hölle ist mein Navi? Nee, du. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Hier tut okay, wir haben noch das andere da. Aber. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Haben wir da einen Bug entdeckt, ne? Heißt ja so. So, schön gucke, da kommt nichts. Wunderbar. Du, ich schaff das Schwänzchen, ich seh jetzt gut, Alter. Müssen wir die füttern? Hab ich jetzt auch nicht nachgefragt. Wieso? So, du, da wollen wir mal nach Hamburg, ne? Aber wir haben jetzt nicht mehr das große Navi. Das finde ich schade. So schön vorsichtig. Och, die Baustellen. Oh nee, du. Och, da können wir nicht lang.
Achso, nee, wir müssen ja eh lang. Ja. Achtsch, dürfen wir fahren. Oh, da muss ich nochmal schauen, was da schon wieder los ist. Und Screen Navi. On off. Ne, das geht nicht. Ja, du, da sind wir auf der Autobahn. Ich hoffe, den Schwänchen sieht's gut. Nö. Wie viel. Oh, ich hätte gerne gewusst, wie viele Kilometer das sind. Oh, du, nee. Wieso geht denn das nicht? Sollen. Oh nee, du. Das kann man nicht machen. Oh du, wir fahren jetzt zu Tolle. So, da ist, haben wir eine Fahrbahnverengung, ne? Müssen wir hier eh rüber wechseln. So, 2 km/h, das ist doch okay für die Polizei. 2 km/h. Oh du, wie ich die Führerschein gekriegt hab, du glaubst ja auch nicht, ich frag mich immer noch, wie ich den geschafft hab. Oh, wir fahren 10 km/h zu schnell. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh Gott, du, wenn das mein Fahrlehrer sehen wird, der wird sagen, Gotti, hör zu, wir machen nochmal 2000 Stunden Fahrpraxis. So, jetzt fahren wir Brust. Hamburg, Rostock, Birkenwerder. Hab ich ja noch nicht gehört. Oha, seht euch mal den Anhänger an, der schaukelt hier doch ein bisschen. So, sehr schön. Ich hatte, was soll ich machen? Was soll ich erzählen? Nö, hier wird nichts. Hier wird nichts. Baustelle haben wir gesehen, ist auch so auf die deutsche Autobahn, ne? Viele, viele, viele Baustellen. Trotzdem ja nie gesehen, warum das Navi noch nicht da ist. Fahrzeug zurücksetzen, ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber können wir das einfach so hier? Wie immer kurz in der Options hier, in der Option ist. Option. Da ist nicht drin. Da müssen wir natürlich ein bisschen. Das müssen wir uns angucken.
Wir sind gut dabei. Puh. So, ich glaube, wir müssen eher erstmal nur. Genau, geradeaus. Oder, wie der Helja sagen würde, Gordi, wir müssen geradeaus. So, mir fällt doch kein Lied in, was ich hier für strahlen könnte. So, hinter uns sehen wir schön in das Spiel. Der PKW und der LKW. Ja. Ich meine, ein paar Schweinchen. Das sind immer gut. Ich esse ja nicht. Schwein oder Kuh. Ne, zum Grillen. Da gibt es ja noch die anderen, die Vegetarier, ne, und die Veganer, oder wie sie alle hießen. Da habe ich auch keinen Plan von. Ne, soll jeder machen, was er will. Und aber jedem das Sehens, ne? Da muss man jetzt nicht sagen, du, pass mal auf, was du machst, das finde ich nicht gut, kann man zwar sagen, ne? Aber man muss auch die Einstellung und die Meinung von anderen irgendwo akzeptieren. Und dann läuft es auch. Man muss ja die Leute nicht in irgendeine Schublade stecken, wo sie dann nicht mal wissen, wie sie rauskommen sollen. Ne? So, jeder das esse, was er gerne mag. Für die einen ist es ein Salätchen und für mich ist es halt so ein schöner Schweinebauch, ne? Oder ein Hüftsteak. Das ist immer unterschiedlich. So. Ich meine, guckt euch die Bäume an. Ne? Oh, wir haben hier wieder Straßenverengung. So. Haben wir rechtzeitig rübergezogen. Gut. Grüß Gott. Und wir sind ja tatsächlich unser eigener Chef. Und wir können Leute instellen, habe ich gesehen. Wir können tatsächlich Leute instellen. Das ist ja schon mal echt schön. Das heißt, wenn der Gordi keinen Bock mehr hat, dann kann das irgendein anderer übernehmen. Nö, ja, das ist prima. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngst. Von daher klappt das schon, hoffe ich. Ich gebe ja gerne jungen Leuten auch mal eine Perspektive, ne? Kannst dich ja bei mir auch als Quereinsteiger infallen lassen. Meine wäre den Deal nicht ingegangen, wenn ich mir nicht vorher eine Platte gemacht hätte. Und ich mir nicht trage eine Glatze. Verstehst? Platte. Haha. Aber es geht ja auch ums Prinzip, ne? Die Firma muss laufen, die LKWs müssen rollen. Und ich habe gesehen, wir können immer erst ab bestimmten Level. Können wir hier Leute instellen und Autos kaufen. Und aber wenn die bei mir schlau stehen, du, da schaue ich natürlich trotzdem drauf, ne? Da sage ich nicht, du, hör mal zu. Du bist jetzt 56. Du fährst eh nur noch, was weiß ich, 4 Jahre, 5 Jahre oder so. Ne? Da sage ich schon, du, pass mal auf, wir können das gerne machen. Aber ich muss mich verlassen können, dass die Ware von A nach B kommt und von C nach D oder kein Plan. Ne? Guck mal, was haben wir denn da? Eine Raststätte. Eine Raststätte. Da können wir tanken. Warum ist denn jetzt LKW langsamer gewesen, hier wohnen? Oh ne, du, wir haben kein Dings mehr. Oh ne.
ist doch Sprit leer. Oh, da müssen wir Warnblinker anmachen. Oh, na klasse, du. Und nu? Auch mal Ruhezeit. Ja, toll, und nu? Oder haben wir jetzt hier Dings angerufen? Feierabend. Ich bin jetzt so kurz überfordert. Wartet kurz. So, jetzt will ich aber. Aber Horti. Horti, ne? Müssen wir an eine Tankstelle fahren. Ach du Jemini, das ist mir ja noch ja nie passiert, selbst wenn ich privat mit dem PKW fahre. Jetzt muss ich erstmal gucken, was der liebe Mann vom ADAC uns da vielleicht drin gemacht hat. So. Guten Tag. Oh, guck mal, der hat uns gerade mal 148 Liter geholt. So, wie war denn das? Da müssen wir das mal ausmachen. So, da müssen wir raus. So, und dann machen wir mal voll das Ding. Ne? Ey, der Kurt, oh, wenn ich das der Herr ja erzähle, du. Der ist stehen geblieben bin auf der Straße. Alter. Das. Da hole ich mir noch was zu essen. Kann man sich hier was zu essen holen? Nee, kann man nicht. Die haben alle zu. Ja, Papier können wir noch vielleicht trennen hier irgendwas, ne? Hier so eine Mülleimer. Oh, was haben wir hier? Bridge 2, so Construction Game. Das kenne ich nicht. Dafür habe ich auch ja keine Zeit. Ne? Ihr seht es ja selbst. Da würde ich sagen, machen wir erstmal hier, wie sagt er immer, Folgenstopp. Und dann fahren wir weiter. Ne, wir fahren erstmal. Wir fahren, das wollen wir noch machen. Wir fahren erstmal auf den Rastplatz. Da vorne ist der Platz. Und dann. Mal gucken, haben wir denn jetzt hier endlich dieses komische. Ne, das funktioniert nicht. Fernbus-Simulator, was es alles gibt. So, die stellen wir uns hier hin. Und dann guck ich erstmal, was mit dem Navi los ist. Stehen wir gut? Ja, so halbwegs, ne? So, da sagt der Kurti erstmal Tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao.